Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, what you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, what you say? Komm eben zurück. Es ist immer wieder erstaunlich, wie eitel die Leute in der Schule hier sind. Hey, Tiff. Hey. Wie ist meine Kombination gleich wieder? 666. Warum kann ich mir das nicht merken? Hey, das ist Patty McGurk. Die billigste, blödeste Trussi in der ganzen Schule. Gott, die Braut ist geil. Oh, Patty, du solltest dich in Zukunft mehr auf den Unterricht konzentrieren. Deine bisherigen Noten liegen unter dem Durchschnitt, der hier üblich ist. Außerdem ist dein Kleid zu kurz. Hi, Tiffany, meine Lieblingsschülerin. Oh, vielen Dank. Nein, ich danke dir. Du weißt es sicher selbst, aber dein Aufsatz war großartig und dieses Kleid steht dir wirklich sehr gut. Danke, Mr. Dunn. Eugene. Hallo, Miss Perfect. Das ist das erste Mal, dass sie mich jemand perfekt nennt. Danke. Das war leider kein Kompliment. Ich habe versucht, sarkastisch zu sein. Ach, und bei mir war es falsche Bescheidenheit. Also sind wir quitt. Und witzig bin ich auch. Wieso können wir uns nicht ausstehen? Ich bin eine gute Schülerin, die Lehrer sind verrückt nach mir. Ich bin hübsch, ich bin nett, ich bin großzügig, ich bin bescheiden. Ich meine, wenn ich nicht ich wäre, würde ich meine Freundin werden wollen, um so viel wie möglich mit mir zusammen zu sein? Weißt du eigentlich, warum ich dich zum Kotzen finde? Nein. Na, denk mal nach. Ich glaube, ich weiß es, aber ich möchte es nicht unbedingt aussprechen. Sprich es aus. Wie du willst. Du bist wahrscheinlich eifersüchtig auf mich, weil ich intelligent und wahnsinnig begabt bin. Während du, wenn du Glück hast, es gerade mal zur Kellnerin bringst. Und das tust du dann so lange, bis dich der Koch schwängert. Schätzchen, vorhin war mein Hass noch blind und relativ unbegründet. Bis heute Abend hätte ich bestimmt schon wieder alles vergessen. Jetzt hasse ich dich bis in den Tod. Oh, Gott sei Dank war ich so dezent. Du kannst dich auf was gefasst machen, Malloy. Wow, so nah bin ich in den letzten 3 Jahren keinem Mädchen gekommen. Ihr drei seid die Einzigen, mit denen ich vernünftig reden kann. Oh, Jack, halt dich fest. Hier steht, dass wir 40.000 Flugmeilen auf den Kopf hauen können. Du hast wirklich Glück. Ich hätte dich nicht gefragt. Aber da keiner meiner Freunde Zeit hat, fliegen wir zwei in die Ferien. Runter da, so ist's brav. Also, ich schlage vor, wir zwei fliegen nach Hawaii. Ich will nicht nach Hawaii. Ich will lieber nach Vegas. Oh, ich hasse Vegas. Da jagst du mich immer von den Tischen weg, weil du glaubst, ich bringe dir Unglück. Du bringst mir Unglück. Ich meine, schau dir doch mein Leben an. Ich bringe dir kein Unglück. Ich bin das Beste, was dir je passiert ist. Muss ich dir das jeden Tag von neuem sagen? So. Wir zwei fliegen auf keinen Fall nach Vegas. Da würdest du dich volllaufen lassen, dich durch jedes Buffet fressen, jede Nacht an irgendeinem Spieltisch hocken und am nächsten Tag nicht vor zwei aus dem Bett kommen. Sowas kann man doch nicht Ferien nennen. Das sind genau die Ferien, von denen ich täglich träume. Aber Gott sei Dank passt du ja auf mich auf. Vergiss es, Jack. Du hast sowieso kein Mitspracherecht. Ich werde entscheiden, wohin wir fliegen, weil wir ohne mich die Bonusmeilen gar nicht gekriegt hätten. Oder bist du in die Kaufhäuser gerannt und hast eingekauft Tag ein und Tag aus? Ich habe die Rechnungen bezahlt. Bezahlen kann ja wohl jeder. Das ist wieder typisch, dass das, was ich leiste, überhaupt nicht zählt. Ich habe eine Idee. Wir machen einen Kompromiss. Wir fliegen nach Vegas
und du hältst die Klappe. Nein, ich habe einen besseren Vorschlag. Ich flieg mit dir nach Peoria und dort sehen wir Neil Diamond und Barry Manilow in La Cage aux Folles. Ist ja gut, tut mir leid, ich hab's nicht so gemeint. Ich nehm's zurück. Hi Mom, hi Dad. Oh, Ross, Schätzchen. Komm her, du musst deinen Eltern bei einer Entscheidung helfen. Also, wo würdest du lieber Urlaub machen? Auf dem traumhaften Hawaii? Oder in der sengenden Hitze und staubigen Luft eines Wüstenortes namens Vegas? Auf Hawaii soll das Wetter ja echt klasse sein. Aber in Vegas gibt's Action. Ein klasse Puff soll's da auch geben. Weißt du überhaupt, was das ist? Das ist ein Haus, da ist alles erlaubt. So wie bei uns. Der Vergleich ist nicht uninteressant. In Vegas gibt's außerdem ganz tolle Buffets. Auf Hawaii gibt's Mädchen in Bikinis. Aber diese tollen Buffets gibt's nur in Vegas. Klingt beides klasse. Wann fliegen wir? Ihr gar nicht. Das wäre doch kein Urlaub für uns mit euch Kindern. Dasselbe Scheißleben wie zu Hause, nur in einem Zimmer. Du musst außerdem hier bleiben und auf deine arme Großmutter aufpassen. Nein, muss ich nicht. Wir kommen doch in einer Woche zurück. Wenn du Glück hast, schläft sie bis dahin durch. Es ist echt gemein von euch, dass ich nicht nach Hawaii darf. Nein, es ist gemein von uns, dass du nicht nach Vegas darfst. Hawaii. Vegas. Na gut, hör mir mal zu. Wir fliegen nach Vegas. Aber ich möchte genauso viel Geld zur Verfügung haben wie du. Und ich möchte, dass du mir jedes einzelne Spiel erklärst. Und ich möchte immer neben dir sitzen. Und dann möchte ich ins Liberace-Museum und in die Show von Siegfried und Roy. Zweimal. Das ist doch fair, oder? Na gut, wenn es dir so wichtig ist, wir fahren nach Hawaii. Guck dir die Schnepfen an. Gucken die ganze Zeit hier rüber. Guck sie dir an, Barry. Ich hasse diese Patty. Sie hat es geschafft, 3 von meinen Freunden umzupolen. Ich finde sie nicht mal attraktiv. Sie hat überhaupt nichts Weibliches an sich. Sie ist eine Schnalle, weiter nichts. Du verhältst dich doch genauso wie sie. Ja, aber mir macht es keinen Spaß. Ja, das ist natürlich was anderes. Die ist echt eine Pest. Ein Mädchen wie die gehört auf eine Sonderschule. Ich werde sie ignorieren. Mach's wie bei den Pennern auf der Straße. Am besten nicht hingucken. Richtig. Es wäre doch kindisch, wenn ich jetzt ausflippen würde, nur wegen eines kleinen Strohhalms. Du Idiot! Hat dir schon mal jemand den Kopf abgerissen? Ist ja gut. Tut mir leid. Die hört gar nicht mehr auf. Was mache ich denn jetzt? Ryan, du bist doch auch so ein schleimiger Feigling. Wie würdest du dich verhalten? Bei mir würde das keiner wagen. Aber wieso denn nicht? Weil ich in der Schule unter Lesbenschutz stehe. Hey, JJ. Alles klar? Könnte nicht besser gehen. So soll's sein, JJ. Auf die Dauer Dosenpower. Du bist ein Held. Wieso würden sie dich beschützen? Musst du nicht irgendwas für sie tun? Ja, aber nicht viel. Am Wochenende hole ich sie ab, damit ihre Alten glauben, dass sie mit einem Freund zusammen sind. Und wenn ihre Väter sagen, ich soll die Finger von ihren Töchtern lassen, dann falle ich auf die Knie und gebe mein Ehrenwort. Zu Recht. Aber manchmal darf ich zugucken. Du bist pervers, das wusste ich gar nicht. Ja, vielleicht. Aber es hat Vorteile. Hey, was glaubst du mich so an, hä? Das war mir gar nicht bewusst. Entschuldigen Sie, Mr. Malloy. Sie würden dich auch beschützen. Sie haben schon nach dir gefragt. Die verlangen bestimmt, dass ich mich irgendwie revanchiere. Na, wenigstens kannst du nicht schwanger werden. Die sind echt in Ordnung. Und sie können klasse bowlen. Eins ist ja wohl klar, du musst was unternehmen. Ich weiß, ich bin nicht der Klügste. Aber ich weiß, dass du dich wehren musst. Und es kann oft passieren, dass dann aus Feinden Freunde werden. Das ist so. Ich habe eine Talkshow darüber gesehen. Und was in diesen Talkshows gequatscht wird, glaubst du? Naja, durch solche Talkshows habe ich eigentlich erst begriffen, wie deprimiert meine Eltern wegen mir sind. Ihr habt recht. Ich muss mich wehren im Namen aller anderen vollkommenen Menschen.
erklär mal, die Barbie-Puppe ist aufgestanden. Schätze, sie will mal wieder die Jungs aufgeilen. Irrtum. Ich werde ihnen Angst machen. Patty hat ihre Tage immer noch nicht gekriegt. Ja. Du hattest recht, Bruderherz, das tut gut. Um Punkt 3 auf dem Schulhof und bring Notarzt mit. Heute? Ja, heute. Sekunde. Oh, geht nicht. Ich lass meine Nägel machen. Alles andere hätte ich abgesagt, aber Nägel verraten den wahren Charakter einer Frau. Wem sagst du das? Na, am Dienstag lasse ich mir die Beinhaare entfernen. Was ist mit Mittwoch? Sommerschlussverkauf. Donnerstag? Friseurtermin. Ich versuche noch was zu ändern, aber ich fürchte, du musst mich nächste Woche zusammenschlagen. Oh, da ist noch was frei. Freitag um 3. Triff mich auf dem Schulhof. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du aussehen wie dein Bruder. Oh mein Gott! Ich glaub's nicht! Ross! Ross! Komm runter! Guck mal, da sitzt Woody Allen! Wissen Sie, in Wirklichkeit sehen Sie auch nicht viel besser aus. Los, verdufte, du Gartenzwerg! Aber im Fernsehen sind Sie viel netter. Und morgen sind Sie schon vergessen wie Justin Bateman. Wer? Da, sehen Sie. Seit 3 Tagen tue ich nichts anderes, als mich vor Patty zu verstecken. Warum gehst du nicht gegen sie an? Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass sie dir die Nase bricht, dein Gesicht zerkratzt und du hinterher wie Al Bundy aussiehst. Ich will nicht aussehen wie Al Bundy. Tja, dann gebe ich dir ein Wort der Rettung mit auf den Weg. Lesben. Was hast du da in deiner Tasche? Oh, das weißt du doch. Den meinte ich nicht. Was hast du da in deiner Tasche? Na, meinetwegen, ich sag's dir. Das sind 2 Tickets. Wir fliegen weit weg. Oh, und du wolltest mich überraschen. Wenn meine Knöpfe nur nicht so gut sehen könnten. Weißt du was? Ich tue einfach so, als hätte ich noch keinen blassen Schimmer. Na, was gibt's Neues? Nein, das halte ich nicht durch. Wir fliegen nach Las Vegas. Blackjack, Freibier, leichte Mädchen. Ein Spaß für Jung und Alt. Vergessen Sie nicht, Ihre Kinder mitzubringen. Wenn du ein bisschen Kohle abzockst, spendierst du mir dann eine Nutte? Eine mit langen Beinen. Ich will, dass sie Lack und Leder trägt. Sie soll schlank sein mit Mördermöpsen. Und streng. Ich bin ein sehr ungezogenes Häschen gewesen. Lass stecken, Mr. Floppy. Es ist besser, du geilst dich nicht so auf. Zu spät, Jack. Das geht nicht. Ich brauche meine Frauentraumsequenz. Na los, Mädels. Reibt am Häschen. Das bringt Glück. Das Schwänzchen nicht vergessen. Das Häschen braucht eine 4. Absoluter Wahnsinn. Ich sag's ja immer, die Milch macht's. Hey, sieh dir mal diese Muscheln an und alles für ein $0.25. Wie machen die das bloß? Floppy. Floppy, komm endlich zu dir. Was willst du denn hier? Wir fliegen nicht nach Vegas. Wir fliegen nach Hawaii. Hä? Hawaii? Aloha! Hey!
Du, Barrymore, falls du mich siehst, dies ist nur ein Traum. In Wirklichkeit gehört mein Herz immer noch dir. Aber bis du dich meldest, nehme ich, was kommt. Hey, guck dir das mal an. Die ganzen Muscheln für nicht mal 90 Dollar. Wie machen die das bloß? Ach, ich bin plötzlich schläfrig. Hat jemand ein Kopfkissen? Floppy! Floppy, jetzt ist Schluss damit, verstanden? Was willst du denn schon wieder? Als ich dir erzählt habe, dass wir nach Hawaii fliegen, meinte ich nicht, dass wir... was ich meinte... Ich flieg nicht mit dir, sondern mit Jenny. Ach, sag das bitte noch mal, ja? Ich kann doch nicht mit einem Stoffhasen in Urlaub fahren. In meiner Traumsequenz warst du drin. Hab ich Fisch gegessen? Ich liebe Fisch. Du hast eine Riesenportion Muscheln verdrückt. Ich hatte nur ein paar Melonen. Hör mir mal zu, Floppy. Du bist doch mein alter Ego, stimmt's? Das bedeutet, dass du sowieso immer bei mir bist. Aber ich habe keine Lust, deinen Körper ständig rumzuschleppen. Na gut, bitte, dann flieg doch ohne mich. Wer braucht dich schon? Zum Glück habe ich ja noch meine Träume. Oh, ich glaube, der Fisch war nicht mehr gut. Blöd gelaufen. Ehrlich, Mom, sie verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Ich kann machen, was ich will. Freitag sind wir verabredet. Da will sie mich zusammenschlagen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Normalerweise sind es immer die Jungs, die Angst vor einer Verabredung haben. Sie ist nicht besonders kräftig, das ist es nicht. Ich bin feige. Ich kann dich gut verstehen. Als ich in deinem Alter war, war ich genauso hübsch wie du. Innerlich natürlich, das ist sowieso wichtiger. Es sei denn, du möchtest gern mal einen Freund haben. Ich war verknallt in Big Bob Bib und Suzanne Daniels hat mich einfach nicht an ihn rangelassen. Keine Ahnung, warum ich Angst vor ihr hatte. Ich war doppelt so fett wie sie. Also während die zwei es sich gut gehen ließen, saß ich mit meinen Kartoffelchips zu Hause und habe mich mit dem Planet der Affen amüsiert. Ihr hattet damals Affen? Ja, wir hatten damals Affen. Jedenfalls, nach einer besonders langweiligen Folge sagte ich zu mir, das lässt du dir nicht länger gefallen. Ich schwor mir, sparkeldünn zu werden, ein neues Kleid zu kaufen und mich zu rächen. Beim nächsten Frühlingsfest wollte ich ihr Big Bob Bib ausspannen. Ich dachte, ich werde so toll aussehen, dass ihr die Augen aus dem Kopf fallen. Ich zog also mein Ballkleidchen an, versteckte mich hinter einem Volkswagen und als Suzanne endlich auftauchte, schlug ich mit einer Rolle 10 Cent-Stücke auf sie ein. Da ist ihr tatsächlich ein Auge aus dem Kopf gefallen. Was ist aus ihr geworden? Sie trug dann eine Augenklappe, wurde Pirat, mehr weiß ich auch nicht. Der Punkt ist der, dass es durchaus einige Dinge gibt, die es wert sind, dass man um sie kämpft. Im Ernst, ihr das eine Auge rauszuklopfen, hat mir mehr Spaß gemacht, als ich mit Big Bob je hätte haben können. Oder mit sonst irgendeinem Mann. Also Schatz, diese Rolle ist für dich. Such dir ein Versteck und mach Hackfleisch aus ihr. Ich schwöre dir, bis sie im Krankenhaus aus ihrem Koma erwacht, bist du schon auf dem College. Also, mein Liebling, viel Glück. Oh, Mom. Eine 10-Cent-Rolle. Sie soll jetzt dir gehören. Und vielleicht gibst du sie eines Tages deiner Tochter. Jack, komm schon, wir wollen nicht den Flug verpassen. Und vergiss um Himmels Willen nicht die Tickets. Okay, Floppy. Was hast du mit den Tickets gemacht? Ich hab sie nicht genommen. Raus mit der Sprache. Wie oft soll ich dir noch sagen? Ich hab sie nicht genommen. Ich hab sie nicht genommen, verstehst du? Du hattest ein Motiv und du hattest die Gelegenheit. Sag die Wahrheit. Ich hab keine Angst vor dir, Bulle. Komm schon, Floppy, hör auf mit dem Quatsch. Ich brauch die Tickets.
Ich hab sie nicht. Und wenn du mir nicht glaubst, sehe ich keinen Grund, warum wir uns noch länger unterhalten sollten. Gute Nacht, mein Prinzchen. Nein, nicht die Nummer. Du weißt, dass ich das... Du weißt, dass ich das auf den Tod nicht ausstehen kann. Das ist nicht fair. Was würdest du dazu sagen, wenn ich das tue? Jack, du bist wirklich nicht normal. Was du nicht sagst. Also, wenn du die Tickets nicht genommen hast, wer dann? Das ist besser, als sich zu schlagen. Finde ich auch. Ich sag immer, die beste Methode, Probleme zu lösen, ist, darüber zu sprechen. Und die Flugtickets deiner Eltern zu klauen, natürlich. Glaubst du, wir kriegen hier was zu trinken? Ich meine, wir sind noch nicht volljährig. Kein Problem. Du weißt gar nicht, was für ein Glück wir haben. Eine alte Freundin meiner Mutter arbeitet hier. Oh, Suzanne! Ich schwör's dir, ich kann das mindestens genauso lange durchhalten wie du. Jack, beeil dich, das Taxi ist da! Halt endlich deine Klappe, du alter Besen! Lieber Mr. Floppy, ich finde Sie süß, klug und niedlich. Sie sind mein absoluter Traummann. Sind Sie verheiratet? Liz T. Los Angeles. Achtmal. Ich glaube, mit zweien bin ich immer noch verheiratet. Aber damit sollen sich die Anwälte rumschlagen. Ich habe 164 Kinder und sie hören alle auf den Namen George. Hallo Jungs, euer Scheck kommt mit der Post. Daddy hat euch lieb. Und versprecht mir, dass ihr euch immer schön was überzieht.